Ich darf Sie jetzt ganz ordentlich vorstellen. Dr. Christoph Kucklick ist Chefredakteur von Geo. Davor, vor dieser Zeit, weil parallel kann man das, glaube ich, nicht schaffen, hat er ein faszinierendes Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das bereits kennen. Es geht um, und so heißt es auch, um die sogenannte granulare Gesellschaft, die sich in diversen Umwälzungen und Revolutionen gleichzeitig befindet. Ich erlaube mir, drei zusammenzufassen, die ich aus diesem Buch und auch aus dem Umschlag desselben herausgelesen habe. Die Differenzrevolution, dass wir alle immer singularer werden, die Intelligenzrevolution und die Frage der Kontrollrevolution knüpft an vieles an, was wir hier eben abgefragt haben. Und was er da beschreibt, ist, dass viele Institutionen auf der einen Seite versagen, in ihren angestammten Selbstverständnissen, aber auch unser Selbstverständnis neu dekliniert werden muss. Und auf der Reise befinden wir uns gerade. Und was müssen wir, wenn es genau darum geht, Neues lernen? Ich glaube, darauf bekommen wir jetzt mindestens drei hochspannende Antworten. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und in Ihrem Zeitplan die Zeit gefunden haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Lena Sophie Müller hat mir einen Titel mitgegeben, drei Digitalkompetenzen in Arbeit und Leben, und ich habe mir erlaubt, ohne Absprache, und ich möchte mal sagen, in einem Akt agiler digitaler Disruption, diese Zahl auf 3,5 zu erhöhen. Dabei hatte ich schon Schwierigkeiten, die 3 unterzubringen, aber das ist ja so, man disruptet so fröhlich vor sich hin und schafft sich immer neue Probleme. Ich möchte Ihnen von dem Menschen erzählen, von dem ich am meisten über Digitalisierung gelernt habe. Das ist, wie muss ich hier? So. Das ist Felix. Felix ist ein kleiner, entzückender, sehr frecher Kerl aus Kalifornien. Im Alter von 4 Jahren erkrankte er an frühkindlicher Diabetes. Das ist nicht schön. Diabetische Kinder sind oft zu oft unter- oder überzuckert, und in der Zeit entwickeln sie sich nicht so wie gesunde Kinder, sodass sie meist nach einer kurzen Zeit einen Entwicklungsrückstand haben. Und die Ärzte empfahlen die Routineprozedur: 4-mal am Tag Blutzucker messen und daran die Insulingaben ausrichten. Und das sieht dann so aus, ich habe hier eine deutsche Tabelle genommen, Sie sehen dort diese 4 Zahlen, Daten pro Tag, und genau so hätten auch die Zahlen von Felix aussehen können, es ist nicht überliefert, wie genau sie waren. Als die Eltern das gesehen haben, sind sie ausgerastet. Sie haben gesagt, 4 Datenpunkte am Tag, 28 Datenpunkte pro Woche, habt ihr sie noch alle? Was hat das mit Felix zu tun, mit den Besonderheiten seiner Diabetes? Und dass sie ausgerastet sind, mag damit zusammenhängen, dass die Eltern Computerwissenschaftler sind und es gewohnt sind, dass sie gewohnt sind, mit deutlich mehr Daten umzugehen. Was haben sie gemacht? Damals, das ist jetzt ein paar Jahre zurück, etwas sehr Ungewöhnliches. Sie haben Felix mit sehr vielen Sensoren ausgestattet. Bewegungssensoren, einem sogenannten Glukosemonitor, der rund um die Uhr regelmäßig in hoher Taktung den Blutzuckerspiegel misst. Sie haben mir Bewegungssensoren gegeben, Herzschlag, Puls etc. etc. Und teilweise mussten sie die Sensoren um sein Bein schnallen, weil sein Ärmchen zu dünn war. Und dann trugen sie die Daten zusammen, und das sah dann für den Blutzuckerspiegel so aus. Das ist über ein paar Wochen aggregiert, und hinter jeder einzelnen schmalen sozusagen Säule, die Sie dort sehen, stecken natürlich noch sehr viele mehr Daten. Und so erkannten die Eltern dann deutlich mehr, und sie haben dann Algorithmen selber entwickelt, die versucht haben, die Insulingaben deutlich, deutlich präziser zu gestalten. Und dabei ist das rausgekommen: Felix unterzuckert, hat danach diesen Sachen 40% seltener überzuckert als vorher. Das ist medizinisch eine Sensation. Das heißt 40% mehr Leben für Felix. Warum erzähle ich Ihnen das? Was hat das mit Digitalkompetenzen zu tun? Die Antwort ist einfach: Wir alle sind Felix. Und ich glaube, an Felix kann man verstehen, sozusagen den Kern der Digitalisierung, so wie ich ihn mir zurechtgelegt habe zumindest, und welche Kompetenzen sich daraus ableiten. Und haben Sie ein bisschen Geduld, ich brauche ein bisschen Anlauf, um zu meiner ersten Kompetenz zu kommen, aber dann geht es rasant weiter. Ich würde gerne zu dieser Tafel zurückgehen, zu dieser Tabelle. Ich verstehe sozusagen, dass so eine optische Umsetzung dessen, dass jeder einzelne Datenfeld, das ist sozusagen die alte Gesellschaft, aus der wir kommen. Das sind Datenziegelsteine, durchaus aussagekräftig, aber doch ziemlich grob. Aber daraus gewissermaßen ist unsere bisherige Welt zusammengesetzt. Und das sind die Bausteine unserer neuen Welt. Winzig, viel präziser oder, wie ich eben sage, granular. Das ist Informatikersprech für feinkörnig hochauflösend. Und ganz ehrlich, wenn man andere Bausteine hat, kann man andere Sachen bauen. Und
die Welt anders zusammensetzen. Und genau das ist der Grund für all die Disruption, für diese neue Rekombination der Welt, die wir gerade erleben. Ich habe nur ein paar ganz bekannte Beispiele. Uber ist natürlich, es ist eine neue Rekombination des Vorhandenen. Wir können dann die Welt ganz anders beobachten, zum Beispiel Massenüberwachung ist nichts anderes als die Fähigkeit, genau das zu tun. Und ich weiß, das gefällt vielen nicht, dass ich da immer Obama zeige, aber wir dürfen nicht vergessen, Obama hat das maßgeblich dramatisch ausgebaut. Und wir können natürlich auch ganz anders kommunizieren in den sozialen Medien. Alles Folgen dieser granularen Auflösung der Welt und der neuen Zusammensetzung. Worauf ich hinaus will ist, auch wir Menschen werden neu zusammengesetzt. Und dazu gehe ich noch einmal zu Felix zurück. Diese Daten können Millionen von Patienten haben. Da unterscheiden sie sich nicht. Die Diabetes mag ganz anders aussehen, aber hier sieht es so aus, als wären sehr viele Patienten, hätten eine sehr ähnliche Krankheit, geringe Individualität. Wir bilden uns wahnsinnig viel darauf auf, die Moderne hat Individualisierung geschaffen, das ist eine vergleichsweise geringe Individualisierung gegenüber dem. Dieses Profil ist ganz einmalig. Wir sind nicht mehr Individuen, wir sind Hyperindividuen, Einzigartigkeiten. Was ganz neue Fragen aufwirft, und eine der Fragen ist zum Beispiel, die gerade Mediziner sich stellen, nämlich die, haben wir es dann eigentlich noch mit Diabetes zu tun oder nicht mit ganz vielen unterschiedlichen Diabetesen? Und einer der prominentesten Forscher auf diesem Gebiet aus den USA sagt schon, aufgrund der Digitalisierung muss das gesamte Klassifikationssystem der Medizin neu geschrieben werden. Ups, man schnallt einen kleinen Jungen ein paar Sensoren um den Arm und landet bei der Krise der Medizin. Das ist ein ziemlich großer Schritt, aber das ist die Welt, in der wir leben. Und was in der Medizin geschieht, das passiert zurzeit in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie wird gewissermaßen überschwemmt mit Unterschieden. Und weil Unterschiede wiederum die Grenzsteine sind, die Markierung von Identität, brechen überall Identitätskonflikte auf. Wir haben Identitätskriege in dieser Gesellschaft und der Markt um Identitäten ist extrem heiß geworden. Ein Beispiel ist an den Universitäten, wo Safe Spaces für Identitäten gesucht werden. Gerade progressive Politik kümmert sich um Identitätspolitik. Gleichzeitig explodiert das Angebot für ganz unterschiedliche Identitäten. Das ist das, was Sie bei Facebook angeben können, wenn Sie Ihr Geschlecht angeben wollen. Früher war das mal relativ übersichtlich und irgendwie auch einleuchtend, da gab es Mann und Frau. Nicht rasend überraschend, das sind die 66 Varianten, die Sie jetzt haben. Wir müssen da nicht im Detail reingehen, da kann jeder seine Fantasie, nein, lassen wir das. Das ist das, was wir sozusagen durch Digitalisierung an Identitätsangeboten bekommen. Und das ist überhaupt nicht überraschend, das ist in jeder Medienrevolution so, wie wir es jetzt haben. Das war damals beim Buchdruck nicht anders. Die mittelalterlichen Identitäten wurden genauso sozusagen hinweggeschwemmt. Und ich glaube, medientechnisch durch Digitalisierung werden gerade unsere Identitäten neu definiert. Und da bin ich auch schon bei meiner ersten Digitalkompetenz. Wir müssen lernen, andere Menschen zu sein. Uns neu zu definieren, diese Unterschiede produktiv zu nutzen und zu schätzen. Aber die Veränderungen betreffen nicht nur uns selbst, sondern auch die Gesellschaft. Sie ist geeicht auf die Welt von diesem Papier, Felix, von diesen wenigen Datenpunkten. Und wir sehen gerade, wie Recht, Wissenschaft, Politik, Sozialsysteme unter diesen neuen Bedingungen echt Schwierigkeiten haben, noch mitzuhalten. Diese Institutionen sind von der neuen Welt überfordert. Ich möchte Ihnen nur zwei Beispiele nehmen. Das eine ist ganz aktuell, auch wenn das Bild noch etwas älter ist. Wir wissen inzwischen, dass diese granularen Daten die Demokratie verändern. Obama war der erste Präsident, der mit massivem Nachdruck, mit wirklich Hunderten von Millionen von Dollar Daten genutzt hat, um den Wahlkampf zu führen. Und die Idee dahinter war, wir senden nicht mehr eine Botschaft für viele, sondern möglichst eine Botschaft für jeden einzelnen Wähler. Und inzwischen weiß man, ich zeige das jetzt nicht hier im Detail, dafür ist die Zeit nicht da, dass je mehr Daten Politikern zur Verfügung stehen, desto polarisierter erscheint das Volk. Aufgrund der Datentechnik kann man sich sozusagen konzentrieren auf die Teile der Bevölkerung, die für einen überhaupt relevant sind und den Rest außen vor lassen. Die Verfügbarkeit von Daten verändert grundlegend die Dynamik der Demokratie. Das können wir feststellen. Und Sie werden jetzt natürlich sich vielleicht fragen, dieser freundliche Herr, der hat doch aber ganz deutlich gesagt, er will mit diesem ganzen Datenkram nichts zu tun haben. Er hat dezidiert gesagt, ich führe keinen Datenwahlkampf. Braucht er auch nicht mehr, weil er kapiert hat, worauf es ankommt.
Dieser Mensch hat sich in seinem Wahlkampf exakt so verhalten, das als kleiner Tipp, wie man sich in einem Datingportal verhalten sollte. Das ist nämlich genau dasselbe Prinzip dahinter. Man könnte ja davon ausgehen, das weiß man aber inzwischen besser, dass die Attraktiven in einem Datingportal den meisten Zuspruch bekommen, die meisten Mails. Stimmt nicht. Die weniger Attraktiven, die besonders polarisieren, bekommen die meisten Zuschriften. Das heißt, die, die vielleicht nicht ganz so hübsch sind, aber ihre Tattoos zeigen, ihre Piercings, ihre Unterschiedlichkeit ausstellen. Das sind die, die den meisten Zuspruch bekommen. Und das hat er exakt gemacht, indem er Latinos, Moslems, Schwarze beleidigt hat, hat er seine eigene Fanbasis viel, viel besser sozusagen mobilisiert, als er sonst gemacht hätte. Er ist eigentlich der erste digitale Präsident, der das daraus gelernt hat. Und das geht natürlich nur, weil die Plattformen inzwischen so groß sind, dass sich das lohnt. Bei Facebook sind jeden Tag 170 Millionen Amerikaner aktiv, also deutlich mehr, als überhaupt gewählt haben. Aber das ist sozusagen, das sind die Prozesse, die gerade in unserer Demokratie ablaufen. Und ein weiteres Beispiel sind Versicherungen. Sie beruhen bisher auf einem geringen Wissen über den Einzelnen. Das ist das Prinzip, nur deswegen kann man es mathematisch verrechnen. Was passiert, wenn wir zum Beispiel aufgrund von Telematiktesten genau erfassen können, wie fahren die einzelnen Autofahrer denn eigentlich? Muss man dann individualisierte Tarife anbieten? Das geschieht gerade so. Wie ist das mit Gesundheitssensoren, Fitnesssensoren bei Gesundheitsversicherten? Oder, überhaupt nicht undenkbar, Andrea Thilo hat es vorhin angesprochen, das war auch so ein bisschen bei den Fragen im Hintergrund, was ist bei Verhaltensdaten von Sozialempfängern oder Prognosen über mögliche Rückzahlung von BAföG etc. Sollen dann die Tarife individualisiert werden? Aber kann dann der grundlegende Ausgleich von Risiken überhaupt noch funktionieren? Funktioniert dann sozusagen noch Fairness, wie wir sie bisher verstehen? Worauf ich hinaus will, ist, unsere Gerechtigkeitsvorstellungen haben sich gewissermaßen unter der Annahme relativ hoher Gleichheit, zumindest Daten, erfasste Gleichheit entwickelt. Ich weiß, Gleichheit ist eine normative Idee, aber die Frage ist, können wir das aufrechterhalten oder müssen wir nicht, und das wäre meine zweite Digitalkompetenz, lernen, Gerechtigkeit unter diesen neuen Bedingungen neu zu denken. Unter den Bedingungen hoher Unterschiedlichkeit, hoher Granularität. Oder wie ein französischer Soziologe, den ich sehr empfehlen kann, Pierre Rosan-Vallon, fragt, brauchen wir nicht eine neue Ungleichheitsbalance? Und ich glaube, die brauchen wir. Aber damit noch nicht genug. Es gibt noch einen wesentlichen weiteren Faktor. An der Gesellschaft sind nämlich jetzt auch ganz neue Wesen beteiligt, die es erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Mehr oder weniger intelligente Maschinen. Wir haben schon inzwischen Firmen, die 1 Milliarde Artikel pro Jahr schreiben, automatisiert. Sportnachrichten, Wirtschaftsnachrichten. Jeder wird das schon in der Zeitung gelesen haben. Sie werden es nicht erkennen. Das wird demnächst in Echtzeit bei Sportsendern kommen. In Echtzeit wird ausgewertet, was dort passiert. Eine ganz andere Sache ist, es gibt inzwischen fangen Computer an, mathematische Beweise zu machen. Kürzlich ist ein altes mathematisches Problem gelöst worden und alle waren ganz glücklich. Das einzige Problem ist, der Beweis ist so groß wie die ganze Wikipedia und die Wissenschaftler fragen sich jetzt, hey, wie können wir das überhaupt noch erfassen? Aber mit solchen Formen von Überforderung werden wir konfrontiert sein. Oder das, es wurde auch schon vorhin angesprochen, das Go-Spiel in diesem Jahr, AlphaGo hat Go gewonnen. Und das Interessante daran ist natürlich, kein einziger Mensch hat diesem Spiel Go beigebracht. Das kann man gar nicht in Regeln umfassen, sondern das Spiel hat es sich selbst beigebracht als Training in der Trainingsphase. Dieses neuronale Netzwerk 1 Million Partien gegen sich selbst gespielt und gewissermaßen sowohl als sich selbst als auch als sein Gegner gelernt. Und ich könnte Ihnen wahnsinnig viele mehr Beispiele nennen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, überall in unserer Gesellschaft fangen diese Wesen an mitzumischen. Sie kommunizieren mit, sie reden mit, sie entscheiden mit, zeigen uns sozusagen diese Welt. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Novum in der Weltgeschichte. So etwas haben wir noch nicht gehabt. Maschinen, die sich selbsttätig sozusagen einen Reim auf unsere Welt machen und dann eine Welt errechnen, die weit über unseren Verstand und Horizont hinausgehen. Die sozusagen, wenn man es provokant formuliert, alle unsere humanistischen Maßstäbe aushebeln. Und daher glaube ich, ist unsere dritte Digitalkompetenz, die wir brauchen, lernen, mit diesen lernenden Maschinen zu leben und umzugehen. Und das ist alles andere als trivial. Okay, das sind riesige, gewaltige Aufgaben, große Kompetenzen. Lena Sophie Müller hatte mich eingeladen, groß zu denken, ich habe es versucht. Ich hätte Ihnen auch was ganz anderes zeigen können, nämlich das hier. So nach dem Motto, wenn wir nur alle Computer lernen oder alle programmieren lernen, dann wird alles gut.
Das sind die Kompetenzen, die wir brauchen. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass wir diese Kompetenzen nicht brauchen. Ich weiß nur nicht, ob sie uns wirklich weiterhelfen, weil die heizen die Digitalisierung eher an, also die Probleme, über die ich vorher gesprochen habe. Aber ich weiß, damit fühlen wir uns wohler und da bin ich ganz wie Sie, wie alle Menschen. Wir fühlen uns, das sind so Sachen, die haben wir im Griff, das können wir machen. Ja, wenn wir das programmiert haben, wenn wir mit dem iPad umgehen können, dann ist es besser. Das ist so, wir lieben Selbstwirksamkeit und Beherrschbarkeit. Aber ich will nicht so tun, als wäre das wirklich die Lösung, sondern ich glaube, wir müssen uns auf was einstellen, dass wir es mit objektiv überfordernden Problemen zu tun haben. Wir haben keine Lösungen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich sehe, ich muss gleich fertig sein, ich bin auch gleich fertig. Nein, ich muss noch nicht fertig sein. Wir haben es sozusagen mit objektiv überfordernden Problemen zu tun. Überforderung bestimmt unsere Lage und deswegen brauchen wir, glaube ich, vor allem diese Kompetenz, das ist die 3,5. Die habe ich hier reingeschrieben, auch um endlich einmal ein Buch mit 35 Buchstaben in einen Vortrag einzubauen. Aber auch, weil ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was wir brauchen. Und wir brauchen nicht das Zeigen auf Sündenböcke, sei es Silicon Valley oder der Kapitalismus oder dergleichen mehr. Das hilft uns überhaupt nichts. Wir haben es mit Strukturveränderungen zu tun, die über diese Zuschreibung hinausgehen. Und ich führe eine Liste mit Überforderungen. Die ist inzwischen endlos lang. Wer ist alles überfordert? Juristen zum Beispiel. Juristen sind wahnsinnig überfordert zurzeit. Die müssen jetzt Ethiken für autonome Systeme aushecken und haben keine Ahnung, wie sie das machen sollen. Bisher haben sie immer geguckt, was macht der Mensch und haben ihn hinterher bestraft. Jetzt müssen sie vorher definieren, was da eigentlich geschehen soll. Großes Erbarmen. Oder zum Beispiel Daten entziehen sich komplett unserem beliebtesten juristischen Schema, nämlich dem von Besitz und Eigentum. Das lässt sich sozusagen in so einer Dinglogik gar nicht mehr abbilden. Journalisten wie ich, wir sind komplett überfordert, weil wir die soziale Kontrolle über den Konsens in dieser Gesellschaft eigentlich verloren haben. Und all das, was wir gerade sehen, Brexit, Trump und so weiter, ist genau das. Fakten, wir reden ja gerne über ein postfaktisches Zeitalter, Fakten sind immer sozial stabilisiert. Und die das bisher sozial stabilisiert haben, Journalisten, Politiker, Unternehmer, Experten, also so ungefähr diese Runde hier, natürlich noch viel mehr, die verlieren den Zugriff auf diesen Konsens und wir leben natürlich überhaupt nicht in einem postfaktischen Zeitalter, sondern es ist nun nicht mehr so klar, wer noch bestimmt, was ein Faktum ist. Ethiker sind zum Beispiel überfordert, weil sie feststellen, dass oft Maschinen, auch lernende Maschinen, durchaus moralischer sein können als Menschen. Das haben wir bisher auch noch nicht so erlebt. Und die Liste kann man weiter und weiter und weiter führen. Und vielleicht wundern Sie sich auch, dass ich das relativ nüchtern beschreibe, und jetzt zum Beispiel nicht fordere, das zu begrenzen oder gar zu verhindern. Ich glaube, das wäre völlig sinnlos. Ich sehe es eher so, die Menschheit war schon häufiger mit solchen Medienrevolutionen konfrontiert. Die Erfindung der Schrift war für die Antike nicht weniger überfordernd, also für die mündliche Gesellschaft der Antike nicht weniger überfordernd als das, was wir heute erleben. Der Buchdruck war für die mittelalterliche Gesellschaft, und wir reden jetzt in diesen Tagen der 500 Jahre Reformation häufig drüber, war genauso überfordernd wie das, was wir heute überleben. Und ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum wir im Unterschied zu unseren Vorfahren an dieser Herausforderung scheitern sollten, sozusagen in einer gewissen Weise das neu zu definieren, wer wir sein wollen. Ich sehe vor allem keinen Grund, dass Felix daran scheitern könnte. Denn was immer die Maschinen können, bis auf Weiteres sind nur wir Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, uns neu zu erfinden. Herzlichen Dank. Darf ich noch zwei Fragen stellen? Aber natürlich, ich muss hier beim Mikro bleiben. Ich meine, ich fand es total interessant, dass Sie mit dem Steinkeil da eben ankamen und dann dachte ich, das Google-Instrumentarium heißt Alphabet. Über 200 Milliarden Dollar schwer. Dachte ich, ist ja kein Wunder, dass die sich so nennen. Aber Sie wissen, warum eigentlich, ne? Nee. Die wollten unbedingt ein A haben, weil man weiß, Menschen sind bei der Investition so irrational, die Aktien mit A, B, C werden häufiger gekauft als mit X, Y, Z. Ernsthaft. Also, da sind wir schon bei einer der Fragen, weil wir so irrational sind, wie wir sind. Sie reden von diesem tollen Wort, wie heißt es? Überforderungsbewältigungskompetenz. Sie sagen, Sie wollen keine Lösungen anbieten, es gibt auch keine. Doch, es gibt viele, aber nicht die eine große. Nicht die eine große, trotzdem. Was ist eine oder was wären Überforderungsbewältigungskompetenzen wirklich jenseits der drei, die Sie jetzt uns aufgezählt haben? Sind die im Analogen zu finden oder sind die im Digitalen zu finden oder beides? Ich würde sagen, also das lappt immer ins Analoge, Aha. Also wenn wir uns selbst als analog empfinden, ins Analoge rüber. Aber ich denke, die Probleme sind grundsätzlich nur mit den Technologien zu lösen, die sie ausgelöst haben.
Also wir werden zum Beispiel im Journalismus, werden wir nicht eine Lösung finden, wenn wir nicht sozusagen auch solche lernenden Maschinen, wie sie Google, Facebook etc. haben, wenn wir diese nicht selber einsetzen. Die Lösung kann immer nur auf der Höhe der Technologie stattfinden. Und deswegen glaube ich, alles Rückgewandte löst nicht das Problem, das wir haben, sondern das alte Problem. Also insofern kann es sozusagen, kann nur die Digitalisierung lösen. Zweite kurze Frage noch, man soll als Journalistin nie nach Gefühlen fragen, tue ich jetzt trotzdem. Mit welchem Gefühl begleiten Sie das, was Sie gerade, ich sage nicht beklagen, sondern uns dargestellt haben? Ich muss gestehen, ich begleite es mit einer kompletten Schizophrenie, mit Erschrecken und Bewundern. Ich glaube, was gerade passiert, ist wirklich erschreckend. Es wird wirklich uns fundamental verändern und ich finde es echt aufregend und bin froh, dass ich es erlebe. Also insofern, ich bin schizophren. Ich freue mich auf Ihre Schizophrenie nachher in dieser Runde. Wir werden dann beide Hälften von Ihnen erleben. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gleich mit uns weiter diskutieren. Danke.